Ich übergebe gleich an dich, lieber Franz, um uns einmal zu erklären, was die Dorfuniversität eigentlich ist. Dorf-Uni, also natürlich ist es keine vollwertige Universität, und das ist auch gesetzlich geschützt, aber ja, ich werde gleich erklären, dass der Begriff trotzdem sehr viel Sinn macht. Ich möchte mich zunächst einmal auch anschließen und einen herzlichen guten Morgen an alle schicken, die zusehen und die große Anstrengungen gemacht haben, damit dieses heutige Experiment gelingt. Bitte verzeiht uns, wenn nicht alles technisch perfekt ist. Wir haben hier wirklich sehr viel improvisiert, mit neuen Technologien gearbeitet, die eigentlich für alle erschwinglich sind, die aber in dieser Form eigentlich noch nie benutzt wurden. Ganz besonders möchte ich mich bedanken bei meinen Radkersburger Freunden, die in Zelting mit der Hilfe der gesamten Dorfgemeinschaft in den letzten Tagen 250 Meter Glasfaserkabel verlegt haben, um das heutige Event möglich zu machen, das auch sinnigerweise in einem Gewächshaus stattfindet. Dorfuni. Dorfuni ist ein Begriff, wie gesagt, den wir uns ausgeborgt haben. Im oberschwäbischen Dürnau gibt es eine Institution, die Studenten und Studentinnen eine dörfliche Lernumgebung anbietet mit viel Erfolg. Ich zitiere einen Studenten, warum er von der Universität weg aufs Land gegangen ist. Er hat gesagt, man konnte in der Stadt nicht an echten praktischen Herausforderungen lernen, sondern nur in einer künstlichen Umgebung, die wenig Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Hier klingt schon was durch, was eigentlich ziemlich neu ist, dass nämlich der ländliche Raum, der lange Zeit ein Stiefkind der Medien und auch ein totgesagtes Relikt unseres Lebens zu sein schien, das sich immer mehr entvölkert, dass der plötzlich wieder eine unglaubliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also das Unglaublichste ist, dass einer der Star-Architekten unserer Zeit, Rem Koolhaas, gerade jetzt in der Guggenheim Foundation in New York eine Ausstellung macht unter dem Motto Countryside. Das ist derselbe Mann, der gesagt hat, City small XXL, also je größer, desto besser, nicht? Der also die Zukunft in den Städten gesehen hat. Und plötzlich dreht sich das Bild, unerwartet. Und derselbe Rem Koolhaas sagt, The countryside is the most important place on earth because it's the place where the decisive changes are happening. Also der Ort, wo die entscheidenden Veränderungen in unserer Zeit passieren. Insofern keine schlechte Idee, ins Dorf studieren zu gehen. Unsere Geschichte begann ein bisschen anders. Und daher haben wir auch den Zusatz 2.0 gewählt. Vor 16 Jahren haben Freunde aus Kirchbach, und einer davon ist auch hier heute bei der Technik beteiligt, Oswald Weiß, die haben ein altes Gerichtsgebäude im Dorf gekauft und haben ihre Jobs und ihren Lebensmittelpunkt von den Städten zurück ins Dorf verlegt. Und einer, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet war, Franz Steinwender, hat gesagt, hast du einen Tipp, was wir da tun könnten? Und ich habe gesagt, ihr müsst euch einen Raum schaffen im Dorf, so wie bei Kästner das fliegende Klassenzimmer, wo ihr euch die ganze Welt ins Dorf reinholt. Also das heißt, ihr müsst das schaffen, dass ihr nicht Menschen zweiter Klasse seid, die nicht verbunden sind mit dem, was vielleicht wichtig und relevant ist für euer Leben. Und das haben sie gemacht, und wir haben dort 10 Jahre lang einen Versuch gemacht. Der hat allerdings bestimmte Schranken gehabt. Vor allem hatten wir keine Gegenstellen. Und das ist jetzt eigentlich der Witz an Dorfuni 2.0. Es ist nicht einfach der Versuch, die Welt ins Dorf zu holen, sondern ein Netzwerk von Gemeinden zu schaffen, von Orten, die miteinander lernen, aus der Praxis für die Praxis. Und
Ja, es ist eigentlich schon ganz erstaunlich, welches Line-up wir haben. Wir sehen diese Orte alle als künftige Kompetenzzentren, die ihr Wissen mit anderen teilen. Es ist nicht mehr Wettbewerb, es ist auch nach außen hin die Stärke des ländlichen Raums, miteinander zu kooperieren und einander hochzuholen. Elevate. Also hochholen, elevate the village, das ist das Motto, das wir uns für heute gesetzt haben. Das soll übrigens nicht heißen, dass wir praxisrelevantes Wissen und die Wissensinstitutionen links liegen lassen. Wenn man so will, ist der heutige Tag auch ein ganz starkes Statement, nicht nur mit der Helga Krumm-Kolb, sondern auch überhaupt mit dem Elevate Festival, dass wir das städtische Leben sozusagen hereinholen und das, was relevant ist, mit dem Land teilen. Und ich muss leider ein bisschen jetzt auch noch von der Elevate erzählen. Aber der David hat das Gott sei Dank schon gesagt, diese recht lustige Ambiguität, Human Nature, Human and Nature, die spielt hier eine große Rolle und ist ein Diskursraum aufgemacht, den wir auch gestern mit einem Film sozusagen, das war ein Highlight über Gentechnologie, sozusagen auch gefüllt gekriegt haben. Und wir sind alle sprachlos und vollgestopft über die jüngsten Entwicklungen nach Hause gegangen. Aber eines aus diesem Film, das war für mich ein Satz, der hängen geblieben ist. Da hat nämlich jemand gesagt, die Bauern, da hat man plötzlich in die Vergangenheit geschaut und gesagt, die haben ja alles geschaffen, was wir essen. Das ist ja nicht nur von der Natur gekommen. Es gab immer eine Interaktion zwischen Mensch und Natur. Und genau diese Interaktion zwischen Mensch und Natur sozusagen, die hat den ganzen Reichtum an unseren Lebensmitteln zum Beispiel hervorgebracht. Und jetzt sozusagen ist die Frage, okay, ist das vorbei? Ist der ländliche Raum passé? Oder ist es nicht umgekehrt so, dass die Kulturgeschichte des ländlichen Raums überhaupt erst beginnt, mit den neuen Möglichkeiten Wissen zu teilen, gemeinsam zu experimentieren und uns weiterzuentwickeln? Das ist die Frage, die wir aufwerfen. Und ich möchte auch ganz besonders zum Klimawandel auch noch sagen, Human Nature. Der Mensch ist zu mehr imstande, als die Natur zu töten. Er kann mit ihr zusammenarbeiten, er kann mit ihr verschmelzen und sie und sich selbst lebendiger machen. Und zwar mit allem, was er weiß und was er kann. Das heißt, wir haben einen neuen Sinn auf diesem Planeten. Wir haben ihn kaputt gemacht und wir müssen jetzt beginnen, mit der Natur gemeinsam an einer regenerativen Zukunft zu arbeiten. Und das ist eigentlich der tiefere Sinn auch, warum wir so vehement den ländlichen Raum in diese heutige Diskursveranstaltung reinreklamieren. Ich danke mal und Fragen zu dem beantworte ich im Chat. Danke.